Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Vielfach wird gezeigt, wie man Kabellängen, Koaxialkabellängen messen kann. Das Einfachste ist natürlich, man nimmt einen Maßstab, einen Meter, und misst es aus. Schwieriger wird es, wenn man irgendein Kabel verlegt hat, das irgendwo zu einer Antenne geht, die auf einem Dach montiert ist, dann wird es ein bisschen schwieriger, um das festzustellen. Oder wenn man eine Rolle hat und dann möchte man abschneiden und das geht dann auch nicht so wahnsinnig einfach mit einem Maßstab oder einem Meterband. Ich demonstriere dies anhand eines Koaxialkabels, wo ich weiß, dass es genau einen Meter hat. Man macht das mit einem Pulser. Ich brauche da wieder mal meinen Bodenar-Pulser, der ca. 40 Pikosekunden Reistime hat. Dann nehme ich ein T-Stück und das Koaxialkabel legt dann offen mit einem offenen Ende irgendwo auf dem Tisch. Und jetzt, wenn das Kabel offen ist, sieht man zwei Reflexionen. Und zwar die eine Stufe ist hier, das ist der Beginn. Und dann, weil das Kabel offen ist, gibt es eine zweite Reflexion, weil es ja nicht mit 50 Ohm oder mit einem bestimmten Abschlusswiderstand abgeschlossen wird, dann gibt es eine zweite Reflexion. Und die Zeit zwischen der ersten Stufe und der zweiten Stufe, die ergibt dann die Länge des Kabels, indem man das berechnet. Hier sieht man die 10 Nanosekunden. Berechnen tut man das mit Lichtgeschwindigkeit mal Verkürzungsfaktor, weil ein Kabel hat ja nicht Lichtgeschwindigkeit. In der Regel ist das nur 66. Multipliziert mit der halben Distanz hier, also mit 5 Nanosekunden. Wenn man das bei diesem Beispiel berechnet, gibt das ziemlich genau einen Meter. Also das stimmt sehr gut und das Kabel hat dann eben auch 50 Ohm. Interessanter ist es festzustellen, ob unser Kabel wirklich 50 Ohm hat. Das macht man, indem man hier anstelle des offenen Kabels einen Abschlusswiderstand anschließt. Ich nehme jetzt in diesem Beispiel einen 50 Ohm Abschlusswiderstand, weil ich eben so einen habe, schließe den an, das passiert. Wir haben hier die Stufe, die eigentlich die zweite Reflexion darstellt, die verschwindet. Also es gibt eine flache, eine einfache Reflexion hier zu diesen 50 Ohm, aber hier gibt es keine Rückflussstufe. Das ist ohne Abschluss und hier mit Abschluss. Das ist natürlich interessant, wenn man nicht weiß, welche Impedanz ein Kabel hat. Dann muss dieser Abschlusswiderstand eben nicht fix sein, wie ich hier habe, sondern variabel. Man schließt dann einen variablen Widerstand an und dreht den so lange, bis man eben eine flache Kurve erhält, bis diese zweite Reflexion verschwunden ist, misst dann den Widerstand und so hat man dann die Impedanz. Das als kurze Erklärung. Längenmessung, Impedanzmessung eines Kabels. Schönen Dank für den Besuch im Labor und bis bald wieder einmal.